Meine Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal um die aktuelle Situation gehen bezogen auf Jobs, denn viele haben jetzt durch die aktuelle Situation vielleicht nicht ihren Job unbedingt verloren, da gibt es vielleicht auch ein paar wenige, aber sehr viele sitzen einfach zu Hause, sind auch in Kurzarbeit oder gerade Selbstständige sind zu Hause und wissen nicht, was sie tun sollen. Zum einen gibt es dadurch ein Problem finanziell gesehen, aber auch in anderer Art und Weise. Man hat Langeweile und was man da so machen kann, bezogen auf Langeweile vermeiden, Langeweile loswerden, vielleicht neue Chancen ergreifen im Bereich Job, darum soll es heute gehen. Jeder ist in irgendetwas ein Experte, weil nicht ohne Grund hat man den Job, den man hat. Heißt, man ist in seinem Job sehr gut in der Regel oder zumindest hat man Fachwissen in gewissen Bereichen und kann dieses Fachwissen an andere weitergeben. Man könnte sich überlegen, okay, mein Job findet eigentlich offline statt, was mache ich jetzt? Gerade Selbstständige überlegen sich da ganz viel. Ich habe schon Cafés mitgekriegt, da bleiben die Besucher und Kunden aus, die beliefern jetzt. Ich habe Bäckereien mitgekriegt, die mittlerweile einen Online-Shop haben, obwohl Bäckereien noch geöffnet haben dürfen. Leute machen jetzt Online-Coaching, Online-Kurse. Personal Trainer machen es online über Social Media oder andere Plattformen, dass sie da irgendwie Coaching anbieten, teilweise auch kostenlos, teilweise eben halt auch kostenpflichtig, eben von ortsunabhängig von zu Hause arbeiten kann, weil das ist eben die aktuelle Situation. Stay at home. Wir sollen ja alle zu Hause bleiben, damit die Situation so schnell wie möglich wieder normal wird, bevor das Gesamte mit Corona und so weiter angefangen hat. Du bist also sitzt zu Hause und weißt nicht, was du machen sollst oder du hast vielleicht schon länger mal überlegt, mit Videos anzufangen. Wann ist genau der richtige Zeitpunkt? Genau jetzt. Jetzt hast du Zeit, jetzt hast du nicht Termine, jetzt hast du nicht den Termin im Fitnessstudio, wo du regelmäßig einmal die Woche zu einem Kurs oder so zum Training hingehst, weil du dir diesen Termin persönlich gesetzt hast. Du kannst es nicht, weil dieses Fitnessstudio geschlossen hat als Beispiel. Und du wolltest schon länger mal mit Videos anfangen, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Oder du möchtest deinen Job vielleicht jetzt auch von offline auf online verlagern, ist auch genau der richtige Zeitpunkt. Denn wann werden mehr Videos geschaut als aktuell? Nie. Denn aktuell sitzen so viele zu Hause, so vielen fällt die Decke auf den Kopf und so viele sind online, gucken sich Videos an, sind bei Social Media aktiv als Nutzer und Zuschauer. Und dementsprechend kannst du momentan richtig gut Zuschauer gewinnen. Ich selber habe Zeit. Ich habe jetzt auch fast jeden Tag ein Video hochgeladen, weil ich Zeit habe. Ich habe Zeit, Material, was schon lange da ist, zu schneiden. Und zum Drehen komme ich in der Regel eher weniger momentan. Aber genau das ist es. Du brauchst doch nicht viel Equipment dringend. Das Handy, wenn du jetzt nicht kein uraltes oder veraltetes Handy hast, hat das Handy in der Regel eine sehr gute Qualität von der Kamera her. Du kannst es einfach machen, starte, fang an. Wenn du aber sagst, du hast Lust oder du möchtest gerne deinen Job online, von offline auf online verlagern, weißt aber nicht wie, dann helfe ich dir sehr gerne, denn ich habe mal so einen Fragenkatalog entwickelt mit so einer Menge an Fragen und daran kann man sehr mit den Antworten sich langhangeln und gucken, was passt zu dir, also was sind deine Interessen, wo hast du Ahnung und Fachwissen und was würdest du vertreten, also was ist für dich vertretbar. Das habe ich schon mit einigen mal durch. Also habe ich schon einigen Mal diese Fragen gestellt und habe gemerkt, die Leute waren hinterher richtig glücklich, ein passendes Thema zu finden, was viele kleine Unterthemen hat, also genügend Content bietet und trotzdem nicht am Ende mehrere verschiedene Themen da sind, sondern man gebündelt bei einem Thema bleibt. Ja. Dementsprechend fang jetzt an. Du kannst deinen Job auf online verlagern, wenn du möchtest. Oder wenn du sagst, aber ich habe davon keine Ahnung, ich habe nicht die passenden Programme. Ey Leute, ich helfe da gerne, weil jeden Tag ein Video machen. Ich verliere eher Zuschauer, als ich sie gewinne, weil fast jeden Tag ein Video machen ist zu viel. Man kann nie so viel schauen. Selbst wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, ist es dann ein Overkill sozusagen. Man ist dann überladen und erschlagen regelrecht, weil es zu viel von einer Person ist. Also, ich helfe da sehr gerne, also dann habe ich auch mal wieder ein bisschen was anderes zu tun als bisher. Immer nur mit meinen Videos mich zu beschäftigen und
bin auch gerade gestern meine Statistiken einmal durchgegangen und zwar komplett durchgegangen und habe sie einmal durchgesehen, was denn gerade so die Zuschauer oder die Leute am ehesten gucken. Das bringt mir ja auch total viel Spaß. Also wenn du sagst, du möchtest die Situation positiv nutzen und nicht immer nur das Negative sehen, dann fang doch vielleicht online mit Videos an, denn mehr Zuschauer als aktuell gibt es einfach nicht. Ja. Ich würde mich gerne mal über eure Meinung zu dem ganzen Thema freuen, also schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Und wenn du gerne sagst jetzt, wow, ich würde gerne anfangen, ich weiß aber nicht genau wie und wie das mit der Technik ist, weil ich da keine Ahnung habe oder ich brauche da irgendwie Unterstützung, Hilfe oder einfach nur jemanden, mit dem ich mich da unterhalten kann, dann schreibt mir doch sehr gerne. Und ansonsten, ja, schaut doch auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, da gibt es auch noch weitere Infos und die werde ich auch nochmal aktualisieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!